Hi Leute, das ist Sanu hier und willkommen zu einem ganz speziellen Division 2 Video, wo ich mich tatsächlich sehr darüber freue, dass Ubisoft sowas macht. Hätte ich denen nicht gegeben und gibt vielleicht ein bisschen Hoffnung in Bezug auf das, was sie vorhaben, so die generelle Richtung von Division 2, in die sie geht, auch mit den neuen Seasons, mit der neuen Season-Struktur, mit Seasons 2.0 und mit dem kommenden DLC dann Anfang nächsten Jahres. Und das Ganze ist so. Ihr habt vielleicht mitbekommen, wie es im Titel schon drin steht. Am 29. Oktober wird die Season 2.0 wohl starten, wie es aussieht. Und Ubisoft verteilt Goodies an euch. Was ich richtig cool finde, ihr könnt auf ausgewählten Kanälen, die im Ubisoft Partnerprogramm drin sind, könnt ihr entsprechende Goodies abstauben über Twitch. Das heißt, ihr müsst Twitch haben, müsst auf Twitch zuschauen, wenn ihr die Sachen haben wollt, was das alles, was alles gibt, das gehen wir gleich durch. Ich finde es aber nice, wie gesagt, dass Ubisoft überhaupt was macht in die Richtung für Division 2. Hätte ich denen so nicht gegeben. Ne? Also ich war echt schwer überrascht tatsächlich. Und das Ganze, wie läuft das ab? Das Ganze läuft vom 29. Oktober. Ne, wohl an dem Season-Start bis zum 12. November. Ne, in der Zeitspanne könnt ihr euch den ganzen Kram auf Twitch dann holen, wenn ihr das möchtet. Und dafür kommt ihr einfach, wie gesagt, bei mir könnt ihr so auch holen auf dem Channel. Kommt ihr einfach zu Twitch, mehr quatschen in der neuen Season, wir blöden rum. Wir machen jede Menge Scheiß, probieren aus und schauen, wie das Ganze auf den Live-Servern dann abläuft, nachdem wir auf dem PTS ja so ein bisschen was getestet haben. Ich freue mich drauf, die Season Charts sind zwar nicht drin, aber wir lassen uns dahingehend ein bisschen was einfallen. Und ja, was könnt ihr bekommen? Das Ganze läuft über Watchtime. Also alle, die bei euch, die von euch bei Twitch öfter mal gucken, die werden das Ganze wissen, wie das abläuft. Und in dem Fall ist es so, dass ihr, wenn ihr 15 Minuten zuschaut, bekommt ihr einen exotischen Behälter. Und wenn ihr 30 Minuten zuschaut, gibt es zwei benannte Behälter. Bei einer Stunde gibt es den Spider-Pumpkin, einen ganz speziellen Waffenskin, den ihr nur darüber bekommt. Ich denke, ist auch ein bisschen Halloween-themed. Ne? Passt nämlich genau rein, 29. Oktober, das verbinden die schön mit Halloween. Dann gibt es, wenn ihr 1,5 Stunden zuschaut, gibt es einen Armpatch. Spooky nennt er sich. Ich habe leider keine Bilder für euch, ne? Bisher. Wenn ihr 2 Stunden zuschaut, bekommt ihr eine Backpack-Trophy, die heißt Devil. Bei 2,5 Stunden zuschauen gibt es nochmal einen universellen Waffenskin, Black Cat nennt er sich. Und bei 3,5 Stunden zuschauen gibt es sogar eine Maske, die nennt sich Rosa. Keine Ahnung, wie die aussieht, die wird irgendwas Halloween-mäßiges sein. Aber ja, ne, wie gesagt, ich wollte es euch nur mal sagen, dass ihr da was abholen könnt. Ich freue mich darüber, tatsächlich wirklich. Und hoffe, dass das so, dass Ubi das ein bisschen öfter macht, ne? Dass sie die Kurve kriegen. Die haben genug Stress um die Ohren. Ich meine, ihr habt es eh alle mitbekommen. Und da ist, tut sowas natürlich mal gut, ne? Dass man noch merkt, oh, guck mal, die stehen hinter ihrem Franchise, die machen ein bisschen was. Und ist eine coole Sache. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und würde ich sagen, dann sehen wir uns spätestens zur Season 2.0, gell? Macht's gut, Leute. Bye.